Das ganze Wochenende war sehr arbeitsreich, trotz des wechselhaften Wetters. Macht eigentlich nichts aus, weil im Gewächshaus kann man trotzdem arbeiten und wie man unschwer erkennen kann, ist jetzt bei mir hinten alles grün. Und ja, für den einen oder anderen würden jetzt sagen, das ist doch viel zu früh, Mitte April schon die Sachen rauszusetzen. Für was hat man Folientunnel bzw. ein Gewächshaus? Von daher habe ich mir wirklich die Arbeit gemacht, 150 Tomaten ungefähr reingesetzt, Auberginenpflanzen und Paprika hier in den Türbereichen. Alles vollgeklatscht, ist auch ziemlich stark in die Beine gegangen, muss ich sagen. Also im hinteren Unterschenkel habe ich da schon was gespürt und auch im Gesäß. Ist eine gute Übung, auch für die Ladies da draußen. Über die nächsten Wochen sagt der Wetterbericht bis jetzt keine Frostgefahr. Von daher bin ich jetzt ziemlich guter Dinge mit der ganzen Sache. Falls es mal zu Frösten kommt, dann werde ich natürlich die entsprechenden Maßnahmen tätigen, also ein Vlies drüberlegen, eventuell dann noch mit einem Heißlüfter arbeiten oder auch einfach mit Grabkerzen oder sowas, damit es hier nicht reinfrostet. Wenn ihr euch natürlich noch nicht sicher seid oder ihr in einer anderen Klimazone wohnt als ich und ihr mit euren Erfahrungswerten dann meint, dass es noch frostet, dann tut's bitte nicht. Ich bin mir dessen bewusst, ich gehe hier auch ein gewisses Risiko ein. Wie gesagt, ich mache das hier auch nicht hobbymäßig. Das Ganze ist ja mehr so eine professionelle Sache, wo ich auch mein Geld damit verdiene. Von daher müsst ihr für euch selbst abwägen. Wenn ihr noch Anfänger seid und noch nicht sicher seid, dann wartet auch bitte bis zum Mai oder bis nach den Eisheiligen, bis ihr auch 100% sicher seid, dass ihr die Sachen reinsetzen könnt. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich noch einige Tomatenpflanzen übrig. Da hinten auch noch ein paar Chilis, Paprikas und Auberginen sind auch noch da. Also ich habe schon die ersten Tomatenbestellungen abgearbeitet, die Pakete gehen bald auch schon raus, wo ich hier dieses Video aufnehme. Wer Interesse hat, kann mich gerne anschreiben per E-Mail oder auf meinem Shop vorbeischauen. Ich gebe euch da auch die ganzen Auskünfte von den einzelnen Sorten, wenn ihr da auch noch Interesse habt, von einzigartigen und wunderbaren Sorten von der ganzen Tomatenvielfalt. Das sind samenfeste und auch Sorten, die ich jedes Jahr bei mir anbaue, in allen Farben und Formen. Genauso wie bei dem Paprika das gleiche Prozedere. Leider muss ich hier im Tunnel in der Nacht bewaffnet mit der Stirnlampe nach Schnecken schauen, damit sie mir jetzt hier nicht die ganzen Jungpflanzen wegfressen. Einige Tomaten sind da schon mal angeknabbert worden, eine komplett weg. Und da setze ich auch zum Beispiel nach und ich möchte halt dann die ganzen Schnecken auch dementsprechend absammeln. Habe ja auch schon ein Video dazu gemacht, habe leider hier keine Enten. Jedenfalls, hier hinten könnt ihr da auch noch unschwer sehen, Zwiebeln, die ich überwintert haben, wo man auch wunderbar das Grün von den Zwiebeln essen kann und sich ein bisschen den Salat verfeinern kann, wenn man da das Bedürfnis hat. Jedenfalls ist das ein Schneckenmagnet und das habe ich auch schon die letzten Jahre festgestellt. Und genau da, wo ich halt die Pflanzen setze, in der Nähe von den Zwiebeln, werden halt dann die Pflanzen dort auch angefressen. Von daher ein kleiner Tipp vielleicht an euch. Ja. Im Tunnel sind noch andere Kulturen außer Tomaten, Paprika, Chili und Aubergine. Und zwar auch die ganzen Kürbisgewächse. Die habe ich vor einigen Wochen schon ausgesät. Ich habe jetzt vor kurzem, Mitte April, wieder eine neue Ladung gemacht. Wieder neue Aussaaten. Kürbisgewächsen solltet ihr auch schon darauf achten, dass der Boden auch einigermaßen warm ist. Denn auch wenn es nicht frostet, wenn die Bodentemperatur bei 3-4 Grad ist, da kippen euch die Gurken auch um, kommen in Wachstumsstopp. Und das ist ja nicht Sinn der Sache, die wachsen ziemlich schnell. Von daher habt ihr noch alle Zeit der Welt mit den ganzen Sachen. Mit der Vorinzucht im Gewächshaus kann man, wie gesagt, vorher anfangen, wenn man Folientunnel hat. Und wenn ihr jetzt nur im Freiland anbauen könnt, dann wartet bis zum 15. Mai oder wenn es halt wirklich richtig schön warm ist, auch für die Kulturen, die holen das alles super auf. Die ein, zwei Wochen, die ihr dann verspätet erntet, das lohnt sich dann nicht, wenn eure Pflanzen und die ganze Arbeit in der Vorinzucht dann für die Katze ist. Hier für das selbstgemachte Spalier sind auch die Bohnen auch gerade im Folientunnel in der Voranzucht. Da mache ich immer so eine Mischung mit meinem Vater. Manche tun wir direkt aussehen, manche tun wir halt dann vorziehen, einfach dass wir halt genug Pflanzen haben, weil die Schnecken hier immer in dem Kasten, wo wir da gerade sind, immer sich sehr viele rumtummeln und dann einfach die Bohnen wegfressen. Dann machen wir halt immer zur Sicherheit, dass wir hier wenigstens im Sommer einen kleinen Schatten durch die Bohnen bekommen. Der Rhabarber kommt jetzt auch schon stolz hervor, wächst ein bisschen langsamer, weil er hier durch das Hochbeet schon etwas im Halbschatten ist, nicht in voller Sonne. Jedenfalls hier kommen dann wieder die Gurken hin. Die Phacelia, die ich im November ausgesät habe, werde ich dann auch langsam einarbeiten. Die ist jetzt dann nochmal hochgekommen, als sie dann vom Frost kaputt gegangen ist. Hier nochmal ein Pflücksalat, der wild aufgegangen ist, den nehme ich gerne mit. Und hier im Hochbeet oder in diesem Kübel, bevor hier jetzt irgendwie wärmeliebende Sachen reinkommen, wie Tomaten oder auch nochmal eine Gurke,
kann man hier mal von dem Flugsalat immer mal wieder was abernten, bis sie selbst mal in die Blüte gehen. Die klassischen heimischen Küchenkräuter sind bei mir jetzt auch schon in den Beeten, zum Beispiel Petersilie und Dill habe ich auch zum Beispiel im Kübel reingesetzt. Und dieses Jahr habe ich mich an einen Exoten rangewagt. Der kommt nämlich aus Südostasien und das ist nämlich vietnamesischer Koriander. Dieser wird auch Rauram genannt und in der südostasiatischen Küche, wie zum Beispiel in Vietnam oder Malaysia, ist dieses Gewürzkraut kaum mehr wegzudenken. Es wird auch hier für einige Beschwerden benutzt, zum Beispiel bei Verdauungsbeschwerden, da der vietnamesische Koriander zu den Knöterichgewächsen gehört. Er mag einen lockeren, feuchten und nährstoffreichen Boden. Sonnig oder bis zu halbschattig ist die optimale Bedingung für die Pflanze. Und weil er nur bedingt winterhart ist, habe ich ihn jetzt hier zum Beispiel in die Kübeln reingesetzt. Ich möchte es einfach nur testen. Ich habe noch mehr Pflanzen. Wenn ihr auch Interesse haben wollt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben per E-Mail oder auch auf dem Shop vorbeischauen. Da ist die Pflanze nämlich auch zu finden. Da machen wir jetzt mal zügig einen Schnelldurchlauf hier. Die Trauben, die fangen jetzt auch an, mit ihren Knospen anzuschwellen. Genauso wie auf der Wildblumenwiese und allgemein auch die Obstbäume fangen jetzt auch an schön zu blühen. Kann mich dann schon richtig freuen auf das ganze schöne regionale und saftige Obst. Nichtsdestotrotz hier im Hochbeet null Probleme mit Schnecken. Hier der Lolo Rosso wächst wunderbar heran und das gleiche kann man eigentlich auch hier überall sehen mit den ganzen Hochbeeten. Die Salatpflanzen entwickeln sich sehr, sehr gut. Und auch hier in den letzten beiden Palettenhochbeeten, Salat geht's wunderbar, überhaupt gar keine Fressschäden von den Schnecken. Und hier hinten ein Haufen von Knoblauch, wo ich dieses Jahr ein bisschen übertrieben habe, wie ich finde, weil ich habe jetzt ziemlich viel Knoblauch angebaut, vor allem im Erdbeerfeld kommt jede Menge Knoblauch raus. Ist eigentlich gut, weil die Erdbeeren, die profitieren auch davon, ist eine wunderbare Mischkulturkombination. Das war jetzt das Spannendste, was ich euch an Gartenarbeit jetzt hier zeigen konnte. Wenn euch dieses Video Mehrwert gegeben hat, wisst ihr Bescheid, wie ihr mich unterstützen könnt. Gerne einen Daumen nach oben gehen. Gerne auch kommentieren, wie weit ihr jetzt schon bei euch im Garten seid. Ob ihr mit der Tomatenauspflanzung noch wartet, weil ihr zum Beispiel keinen Fohlenton oder Gewächshaus habt. Oder ob ihr auch da noch nicht ganz sicher seid mit dem Frost. Gerne unten in die Kommentare reinschreiben, lese ich alles sehr gerne. In der Endkarte zwei Videos verlinkt, die ich dir auch nur empfehlen kann, sie dir anzuschauen. Wenn dir bestimmt auch Mehrwert geben. Und sonst war jetzt heute ein arbeitsreicher Tag. Ich werde jetzt noch was für meinen Körper tun. Und ich gehe jetzt trainieren.